Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in Outlook auf eurem Mac, also Outlook for Mac 2016 und 2019, es so einstellen könnt, dass die Bilder automatisch geladen werden, weil standardmäßig müsst ihr immer auf Bilder herunterladen drücken. Dies habe ich hier schon aktiviert. Das heißt, wir gehen einmal kurz oben, klicken einmal das an, gehen dann einmal auf Outlook, gehen auf Einstellungen. Und ich bin schon reingegangen, das heißt, wir gehen hier einmal in Leselayout. Das liegt daran, was ihr für ein Office habt. Ich glaube, im Office 2016 vor Mac heißt es noch nur Lesen und im Office 2019 oder Office 365 vor Mac heißt es Leselayout. Dann dort drauf gehen, dann habt ihr verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und hier ist es ganz wichtig, dass ihr hier den Haken anhakt, Bilder automatisch aus dem Internet runtern in allen Nachrichten und dann ist das in dem Fall schon erledigt. Ich gucke gerade mal, ob er es übernommen hat. Genau, in allen Nachrichten. Und dann gilt das für alle zukünftigen Nachrichten, die ihr in Outlook bekommt. Weil standardmäßig die E-Mail-Bilder nicht angezeigt werden. Ja, das war schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch, würde ich auch freuen. Dankeschön.